Nee, es ist nicht mitten in der Nacht. Nur da draußen geht gerade die Welt unter. So viel Regen und Wind, wie keiner braucht. Da sind selbst die ganzen Hühnchen hier und der Arthur alle klitschnass. Einzig, wenn ihr hinguckt, Farah hat es, glaube ich, vorgezogen, den ganzen Tag im Stall zu bleiben. So, ich habe jetzt versucht, nochmal die Tür zu sichern, dass sie nicht so weit offen steht. Da weiß man dann schon, was beim nächsten Arbeitstag noch nötig ist. Nochmal eine extra Portion hier drin gefüttert. Naja, und die Trudi. Dieses süße Ding. Die hat sowieso jetzt nochmal eine extra Portion auf ihrem Schlafplatz bekommen, um ohne Stress essen zu können. Ja, leider steht der Wind hier so ein bisschen drauf. Und vorne ist die Einstreu nass. Aber es gibt hier ja noch trockene, schöne Plätze. Wir können auch auf die Stange gehen. Ja. Mal schauen, wie das nachher aussieht, wenn ich sie zu Bett bringe. Und hoffentlich sind das nicht mehr so viele Tage. So gruseliges Wetter. Ich glaube, das finden gerade hier alle in unserem Refugium. Ne, Trudi? Das tut nicht Not, das Wetter.